Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Sims 4, die No Money Challenge und das Let's Play geht natürlich weiter. Heute mit einem Umzug, aber vorher müssen wir eigentlich eben hier das hier irgendwie verkaufen. Und zwar, ja, das Problem ist halt auch, dass wir hier Vorteile haben und so. Ja, aber eigentlich will ich es verkaufen auch. Weil es nicht ganz aufgeht. Du bist zur Arbeit, du kannst fleißig kurz arbeiten. Und du, wobei wir gehen einfach ins zweiten Verwalten-Menü und verkaufen das dann oder so. Ja, das Problem ist, ich muss zweimal laden jetzt leider. Wobei eigentlich könnte ich kurz das hier ja wegmachen, so komplett. Wobei, nee. Kann ich die ins Inventar eigentlich ziehen? Das würde ich gerne wissen. Habe ich hier kurz füttern, schwimmen und Wurzeln. Ja, das ist ja töten, die Pflanze. Aber ich will die Pflanze ja nicht töten, weil die für mich ja tötet. Und ja, das ist ein großer Teil in diesem Part in der Challenge. Und ja, wobei ich kann ja schon die Möbel eigentlich verkaufen, die wir nicht brauchen, die wir nicht mitnehmen müssen. So wie den Scheiß hier. Wobei eigentlich, ich ja die hier dann ins 425 Mohrens kriegen wir für sie. Aber dass sie nicht fährt, kann ich sie ins Inventar verschieben, das ist mit Viereck, ne? Ja. Haben wir sie? Ja! Geil! Das ist geil. Also ich weiß, ich habe mich ein bisschen lauter gefreut als beabsichtigt, aber trotzdem. So. Hier dann die ganze Scheiße. Ja. Wobei kann man ja eigentlich alles mitnehmen. Theoretisch, da muss ich die nicht neu holen. Die Objekte. Ja. Ja, was kann ich dann ja sowieso später machen? Über das Umzieh-Tutorial, aber ich habe halt echt keinen Bock zum Schauplatz zu reisen und dann den Char wieder zu holen. Deswegen gehen wir kurz ins zweiten Verwalten-Menü. Und ja, eigentlich kommt es auf dasselbe hinaus, vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ja, es wird halt Zeit, vom Restaurant Abschied zu nehmen und das irgendwann ein anderes Mal in Angriff nochmal zu nehmen. Aber erstmal wollte ich sowieso auch eigentlich im letzten Part schon was anderes gemacht haben, weil dann ging es den Charles so beschissen und ich hatte keinen Bock, die Tränke, die Jenna ja hergestellt hat, einfach so zu, also manchmal einfach zu verballern. Ja. Gut, habe ich manchmal, aber ja. Größtenteils ist das ja nicht die Intention dahinter, die einfach zu verballern, sondern sinnvoll zu nutzen. Ja, auch wenn wir die halt, ja, gefühlt unendlich herstellen können, aber da habe ich halt auch nicht immer Bock zu. Und Jenna halt, die muss sich auch um ihre Bedürfnisse kümmern und so ein Scheiß. Naja, wie auch immer. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Umzug, weil das habe ich ja im letzten Part schon angekündigt. Und da hat sich das auch ein bisschen thematisiert, wie wir das wahrscheinlich, also wie wir das machen werden jetzt. Und ja, hat halt auch am meisten Sinn gemacht, um ehrlich zu sein. Gut, dass mir das noch eingefallen ist mit dem Restaurant. So. Jetzt haben wir das mitgenommen und ich habe mir gedacht, ja, scheiße, das sollten wir auch noch verkaufen. Ja. Ich weiß noch nicht, was mit den Punkten ist, ob man die dann verliert beim Restaurant. So. Aber ist ja auch egal, weil wir verkaufen das Restaurant und dann passt das. Ah, scheiße, was könnte dann sein, dass wir, ja, ein Problem haben? Ein Problem in Form von, ja, dass ich das Grundstück da nicht weghaue, hauen kann. Ich weiß nicht. Wir haben das auf jeden Fall in New Crest, ne? Müsste das sein, ja, genau. Gut, dass ich das immer so dasselbe Ding mache und das bitte einmal in Betrieb verkaufen. Dieser Betrieb befindet sich derzeit im Besitz des Haushalts Wheel. Bei Bestätigung werden das Grundstück und die dazugehörigen Inhalte verkauft. 42.030 Simoleons werden dem Haushaltsbudget der Familie Wheel hinzugefügt. Let's go. Also eigentlich Wheel und Co., aber ist okay. Hallo? Spiel? Wurde das jetzt gemacht, ja? Ja. Eigentlich kurz Baumodus rein und wegmachen, weil das war meine Idee mit dem Restaurant und das wird hier nicht mitgenommen. Und ja, dann wird der Haushalt umziehen. Nur weiß ich noch nicht, wohin und ob wir das über das Verwalten-Menü werden. Denke ich, werden wir das mal machen.
Weil wir werden im Endeffekt sowieso hier landen, also war es vielleicht ein bisschen auch vorgesorgt, dass wir das Restaurant noch mitnehmen. Und 42.000, 42.000, damit kann man mit dem dazu kommenden 10.000 hatten wir, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Haushaltskasse. Dann, da kann man auf jeden Fall sich schon größeres und besseres Grundstück in einer besseren Gegend leisten, weil ja, dieses Maskottchen, nee, ey. Also wenn ich es töten könnte, ich würde es töten. Ich würde es töten, legit, Leute. Und warum habe ich mein Handy nicht gestummt? Aha. So, einmal hier. Stumm, weil. So, ich meine Ruhe haben will. So. Beim Zerlegen erstmal des Restaurants, weil das kriegt niemand. Da wird niemand Leute umbringen, was ich ja nicht geschafft habe mit der Pflanze hier. Lil Simsie. Das hat doch niemanden gekillt, so. Aber ich tue sie trotzdem mal ins Inventar. Wobei, wo ist sie dann? Ja, gut. Wobei ist auch vielleicht für das Beste, weil der ganze Müll hier und die Scheiße hier draußen. Ja. Es ist zum Besten. Alles möchte ich eigentlich weghaben. So alles weghauen einfach. Genau. So einfach eh. Das ist jetzt. Schade, dass ich das hier einfach so lassen kann hier. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich lasse das dann so und gehe ins Waldmenü, wenn man mich lässt. Ist mir doch egal. Vor allem, warum machen die das so complicated so? Manches machen die Entwickler einfach complicated, was nicht complicated sein muss in meinen Augen, aber naja. Vielleicht, ja, ist das für sie auch ein bisschen zu kompliziert, um es zu verstehen. Wer weiß das schon. EA und Maxis, das ist schon eine gefährliche Kombination auf Kosten von Logik und Spielspaß manchmal. Ist leider so, aber das ist das Traurige so daran, aber im Endeffekt bin ich ein Zimmer durch und durch und ja. Und auch kriminell veranlagt in Sims. Also in Sims, ne? In, ja. Real Life wäre mir das viel zu heikel alles. Aber gut, da bin ich auch. Da habe ich auch keine Magierin in meinem Haushalt, die einfach Objekte klauen kann. Aufgrund von Magie. Das wäre schon cool. So eine Magierin im Haushalt, die mir Objekte besorgt und Geld besorgt dadurch. Das wäre schon geil. Theoretisch. So. Ja, toll, das sollte eigentlich komplett weg. Aber anscheinend geht das nicht mehr. So wie früher. Ah, oder ich hab's halt irgendwie. Ja. Anders in Erinnerung gehabt. Keine Ahnung, ey. Ist ja auch egal. So. Und ja, warum lädt mein Haushalt nicht? Wir sind die einzigen, die ich aktuell kontrolliere hier. Und das wird sich auch nie ändern. Haushalt auf ein Grundstück verschieben. Oh ne, wir ziehen nicht nach New Crest. Wobei, eigentlich könnte ich ja mal jede Welt zeigen. Am besten wir fangen einfach in Windenburg an. Ja, wobei ich könnte echt so. Wir können echt eine Wanderhaushalte werden. So, das wäre echt cool. Wobei. Ja. So, rustikale Residenz. Wo haben wir denn hier eigentlich ein geiles Grundstück? Wobei die Munch, die könnte man rausschmeißen. Ja, aber eigentlich will ich ja die das Geld von denen nicht. Ich will es ja anders bekommen. Schwieriger bekommen. Die sollen auch da wohnen bleiben. Ja, oder wir ziehen bei Bjergsen ein, so, aber dann haben wir halt auch ein bisschen Cash, so. Oder wir töten ihn hier.
Ja, wobei, bei Bjergsen einziehen würde ja auch Sinn machen, wo ich was mit der ganzen Family habe und der Mond geholt, okay. Ich glaube, ihr habt keine Napfschüssel auf dem Grundstück, aber ich glaube, da sind wir auch zu viele für dann, um mit denen zusammenzuziehen. Vielleicht irgendwann. Aber gut, hier gefällt mir nichts von der Größe her. Ja. Wobei, vielleicht hier nach Glimmerburg, da habe ich noch nie gewohnt. Jetzt weiß ich auch warum, hier wohnen schon Leute. Ja, nee, die will ich nicht rausschmeißen. Also wenn dann, nachdem ich die ermordet habe, aber... also nur in Sims natürlich. In Real Life würde ich jemanden ermorden, weil das einfach nur... Ja, dämlich ist, sage ich mal. Ich meine, für irgendwen in den Knast fahren und so. Auf keine Ahnung, wie viel man für Mord in den Knast geht. Ist ja auch nach... ist ja auch... nach Land wahrscheinlich unterschiedlich immer noch. Ja, deswegen, ja. So, gar kein Interesse dran. Das hier wäre eigentlich ganz geil, aber das können wir uns nicht leisten. 40 mal 30. 40 mal 30. Warte mal, was? Wieso kann ich hier... Achso, ich dachte schon, wieso kann ich hier rein? Moonwood Mill? Was da rein? Nö. Ich gehe nicht hier rein. Copperdale. Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal, was? Ach so, okay. Vielleicht können wir ja die Schule abreißen und da wohnen. Ein Spaß. Das wäre Horror. Tatosa. Wie ist eigentlich Tatosa? Da habe ich auch nie gewohnt. Okay, anscheinend nicht von Interesse. Ja, gehen wir einfach hier nach Littleton Bay, würde ich. Wobei, ich war noch nicht in Willow Creek und Oasis Springs sind ja auch eigentlich immer geile Objekte dabei. Ja. Freunde auf Lebenszeit, die müssen wir töten. Das Grundstück bekommen. Irgendwie rede ich heute viel über das Töten und so. Das ist echt irgendwie verwunderlich. Na, wobei, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Krawallhüte, ja. Nehmen wir. Auf Krawall sind wir auf jeden Fall gedings. Möbel behalten, ja. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich log ein, wir ziehen nach Oasis Springs. Ob das eine gute Idee ist, das werden wir noch herausfinden. Sage ich mal. Und ich würde sagen, ich gehe dann direkt in Live-Modus und dann Baumodus und hoffe, dass nichts ja, beschissen ist, sage ich mal. Spiel, wehe, meine Pflanze ist weg. Dann haben wir ein Problem. Weil die hat für mich Leute gekillt und das wusste ich sehr zu schätzen. Und ich weiß, das wisst ihr nicht von mir, weil es kaum jemand weiß, aber ich weiß nicht viel zu scherzen. So, das ist echt eine Seltenheit, wenn ich mal Dinge zu scherzen weiß, weil es ist keine Selbstverständlichkeit für mich, so Dinge zu scherzen zu wissen. So. Deswegen. So, naja. Das muss sich verdient werden, dass ich Dinge zu scherzen weiß. Und diese Pflanze, sie hat sich einfach verdient. Sie hat es sich einfach verdient. Auf sie war Verlass. Jeder, der mir auf die Nerven ging, weg. Wie diese eine Oma da, die in dem Haus dachte, wo ich mit Hillary was hatte. Und hatte ich was mit ihrer Tochter? Haben wir die älter? Habe ich die älter gemacht und dann was mit ihrer Tochter auch gehabt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wisst ihr, mit Hillary hatte ich ja was gehabt in dem Haus. Da kam dann die Oma so: Hey, du darfst euch nicht klauen und so. Und dann haben wir sie mitgenommen und getötet. Also die Oma, nicht Hillary. Und ja, da war Verlass auf sie und ja, das weiß ich immer noch zu schätzen, deswegen nehmen wir sie hoffentlich mit. Ja. Für immer und ewig. Ich und meine Pflanze. Aber Octavia, die sieht doch in dieser Kleidung gefällt sie mir echt am besten so. Also ich meine nicht nur von, weil es ihre Schlafkleidung ist, sondern auch so vom
Von der Frisur her und dem Face, das finde ich, sieht so einfach besser aus in meinen Augen. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und okay. Ah, da ist sie. Geil. Aber wir haben noch sowas hier. Das kann ja erstmal weg. So. Erstmal haben wir ja eh nur Babys. So. Okay, mit dem Kram, warte mal, der Scheißding auch weg, so. So. Ja, das hier könnte man eigentlich platzieren, aber aktuell brauchen wir es ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir uns Kleinkinder nochmal antun werden oder nicht, deswegen kann das erstmal weg. Haben wir nicht noch mehr Objekte gehabt? Fühlt es das gar nicht? Also, wir haben gar nichts gehabt. Und wir haben immer noch gar nichts irgendwie gefühlt. Das ist traurig. Ah gut, nehmen wir mal das Raum. Achso, Baby ist schon vor uns da, perfekt. Das ist hier gespawnt. Okay. Warte mal, was mache ich denn hier? Und zwar muss ich ja noch etwas für den Zaun, damit wir nicht wieder irgend so ein scheiß Maskottchen haben, was einfach denkt, in die Bude ungefragt einbrechen zu dürfen. Und das, die Entwickler, die mögen so einen Scheiß, ja. Die mögen es echt den Spielern auf die Nerven gehen. Also das ist echt so die Main-Mission der Entwickler. So Spieler so richtig auf die Nerven gehen. Also das macht denen Freude. Sitzen da in ihrem Office und denken, wie können wir die Spieler noch mehr nerven? Wie können wir ihnen noch so richtig auf den Geist gehen? Wie können wir sie so richtig fertig machen? Und dazu bringen, dass sie unser Spiel verlassen und uns kein Geld mehr in unsere Rachen stopfen. Warum auch immer das die Mission ist, aber so kommt es mir oft vor. So kommt es mir echt oft vor. No joke. So. Das, ja. Ist traurig, aber vielleicht ist es ja wahr, keine Ahnung. Wenn nicht, verstehe ich die Entwickler manchmal nicht. Und manche Dinge, die sind einfach nur nervig in den Spiel gebracht haben. Auch nachhaltig leben, das habe ich glaube ich schon mal in einem Part angesprochen. Das DLC so von der Idee her vielleicht ganz gut, von der Umsetzung her beschissen. So, sag ich wie es ist. So, nehme ich kein Blatt vom Mund, beschissen. Weil es geht dir größtenteils auf die Nerven. Das Einzige, was ich wirklich positiv finde, sind halt die Charaktere. So, aber an sich scheiße. Industrietür, Wolf-Graffiti, sieht eigentlich ganz cool aus hier. Und die passt doch zu einem einsamen Wolf wie mir. So, ja. Perfekt. So, und dann möchte ich eigentlich. So. Oh. Die sieht auch gut aus. Die könnte passen für was anderes, was ich vielleicht baue. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, gönnen wir uns richtige Räume so. Weil wir hatten ja nur zwei oder drei Räume oder. Also, ja, gefühlt war es so, weil. Auch wenn wir zwei Badezimmer und so einen Kram hatten, aber. Gefühlt hatten wir ja kaum Räume und so. Deswegen würde ich sagen, einfach mal so Pi mal Daumen, würde ich mal sagen, machen wir hier vielleicht so das Badezimmer hin, das erste. Und so würde ich sagen, ist die erste Dings. Dann würde ich sagen, kommt hier vielleicht die Küche hin, direkt im Eingangsbereich. So vielleicht. Dann hier vielleicht freilassen, dass hier so ein Durchgang ist, so ein ganz langer Gang einfach, der einfach in jeden Raum führt. So, von der Theorie her vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, dann machen wir hier ein zweites Badezimmer, wobei. Ja, könnte ein bisschen knapp werden. Oder wir machen das hier einfach ein bisschen größer. So. Vielleicht so und dann wird das hier noch so ein Mini-Büro oder keine Ahnung. Oder so eine Raumeinsperrraum. Oder nee, ich habe eine andere Idee, was man da machen kann. So. Ja. So, Badezimmer, anderer Raum, Mini-Raum und hier mal eine Küche. So, dann brauchen wir noch ein Schlafzimmer auf jeden Fall. Und ich würde sagen, diesmal habe ich auch mehrere, weil wir sind ja auch inzwischen mehrere Personen. Da würde ich sagen, wobei. Andererseits ist ja, wir haben ja hier schon ein Badezimmer. Dann würde ich sagen, hier die Küche, hier ein Schlafzimmer und vielleicht hier auch noch so ein kleines Badezimmer und ein großes Bad vielleicht irgendwo weiter hinten. Weil vielleicht gehe ich mit drei Badezimmern hier rein. Dann würde ich sagen, ist hier noch so ein, ja, ein Wohnzimmer und Arbeitsraum. Vielleicht wieder zwei in einem. So. Ja, weil viel Wohnraum brauchen wir ja eigentlich auch nicht, ne? So, oder es wird ein Schlafzimmer. Zweites Mal gucken. So. Ja, einfach mal machen so. Vielleicht das so der Wohnraum. Dann hier noch so Schlafzimmer ran. Und hier dann auch noch ein Badezimmer.
So. Wobei, das kann man noch teilen, weil eigentlich. Ja.